Abgehört YouTube, heute werde ich versuchen, ein cooles Gemälde zu sprayen. Scheiße. Und wie das Ganze ist, seht ihr jetzt. Also, ich versuche, eine Galaxie zu sprayen, weil ich ungefähr weiß, wie das geht. Und ich will gucken, ob ich das ohne Tutorial hinbekomme. Ich habe alles hier. Pass auf. Frischhaltefolie, eine runde Schablone. Die lege ich nämlich einfach so drauf. Und dann mache ich das so drauf, tupfen. Dann sieht das aus wie ein Planet. Sterne, bumm, fertig. Wir können auch mehrere Planeten machen, weil das ist nicht so groß. Okay, yalla. Maske an. Brille an. Okay, geil. Und, da fangen wir an. Geil. Digga, was? So, ja, doch. Jetzt machen wir noch Gelb rein. Und jetzt pass auf. Boom! Let go! Und jetzt müssen wir schnell die Frischhaltefolie. Wo ist die Frischhaltefolie? Wo ist die Frischhaltefolie? Dann mach ich mit Alufolie. Warum tropft das? Kann man das irgendwie noch retten? Warte, ich hab die Idee. Ich rette. Es gibt eine Möglichkeit. Dank Mr. Beast. Mr. Beast hat mich auf diese Idee gebracht jetzt. Danke, Mr. Beast. Okay. Boah, das war gut gesprayt, das war sehr gut gesprayt. Oh, scheiße, meine... Oh nein, ich hab Handschuhe vergessen. Digga, das geht überhaupt nicht mehr ab. Ist das krebserregend? Digga, ich muss kurz googeln. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Geheimtipp jetzt. Wir wollen ja Sterne und unsere Galaxie. Wir haben aber keine Pinsel. Ganz einfach. Okay, aber jetzt kommen wir zu meinem Masterplan. Okay, ich gehe vorsichtshalber aus dem Zimmer raus. Dann will ich ein bisschen meinen Lufttank aufmachen. Also check ihr. Bis gleich. Yo! Okay, ist trocken geworden. Aber pass auf, mein Masterstreich jetzt. Scheiße! Ja, das ist gut, das ist sehr gut. So, jetzt. Erzähle ich euch, was ich vorhabe. Hier 1 Euro versus 1000 Euro. Hier sieht alles scheiße aus. Hier wird alles geil aussehen. Geil, oder? Ja. Boah! Geil! Sehr geil! Jetzt kommt der Pizzakarton ins Spiel. Wir schneiden den Pizzakarton gerade. Das muss gerade sein. Jetzt habe ich so ein Stück. So, jetzt nehmen wir dieses Teil und halten das so. Okay? Dann jetzt pass auf, was passiert. Ja! Genau so, wie ich es wollte. Jetzt denkt ihr euch, Hübsche, was labert der? Watch this! Wow! Wow! Geil! Der schwarze Spritzer nicht mehr richtig. Alright! Geilomatico! Wir könnten jetzt eigentlich hier wieder weitermachen. Ich würde nämlich auf Saturn machen. Digga, read euch drauf, so die Scheiße aussehen. Ich hab das extra gemacht, weil das ist ja das 1 Euro. Die 1 Euro Galaxie. 1 Euro! Boom! Falls ihr noch Ideen habt für 1 Euro, sagt gerne Bescheid. Wir müssen auf jeden Fall Sterne eigentlich haben. Zahnbürste. Oh mein Gott. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Zahnbürste. Die Feuerwehr Fan Zahnbürste. Let go! Ich habe sie nicht weggeschmissen. Alter! Das sieht crazy aus! What the fuck? Rindert sie krass aus. So, was kann man hier noch dazu ändern? Hier muss doch irgendwas hin. UFO, boah, UFO schwer. Aber möglich. Ich versuch UFO. Ja, wartet ab. Ich muss jetzt so stehen bleiben, sonst hab ich verkackt. Checkt ihr, was ich machen will? Und jetzt hier. Doch, ihr checkt, Digga, ihr checkt. Boah, das ist schwierig, aber ich versuch's zu retten. Ja, Post-Champ, nur auf die Seite hier. Alter, das geht in die richtige Richtung gerade. Ich muss nur die Seite hier. Moment, dabei. Scheiße. Warte.
Geil! What the fuck? What the fuck, geil! Hallo, gib mir mal Applaus bitte, what the fuck? Hält mir noch nicht? Ja, ich hab Angst. Nein, ich tropfe, ich tropfe, ich tropfe. Ich wollte so einen Galaxiestrahl machen. Den machen wir auch nochmal unten links. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab dich verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Ja, ich find's gar nicht so scheiße gerade. Das UFO hier fuckt mich ab. Da hatte ich doch mit reingeschissen hier. Ich muss das irgendwie fixen. Mach UFO weg? Nein, nein, nein. Das UFO steht, dann ist es überkrass. Ich versuch zu fixen. Ja? Ja? Warte, warte, warte. Bumm! Wow! Und wisst ihr was? Ich hab's andere Idee bekommen. Das 1 Euro kommt weg. Das wird viel schlimmer. Hier kommt dieser Average roter Pfeil. Der krumme. Aus der Galaxie zu der Galaxie. Checkt ihr? Alter! Geil! Guck mal! Holy shit! Alter, das ist echt geil! Ja, besser als am Atmen. Ich zieh's durch, Jungs. Fuck it! Manchmal muss man riskieren. Stopp! Ihr denkt, scheiße, was macht der? Aber beruhigt euch, beruhigt euch. Noch ist alles so, wie ich wollte. Wartet auf, wartet auf. Hä? Ja. Oh, ich muss wieder raus kurz, Alter. Boah, ich bin ein bisschen Arsch. Ja, die Luft ist so tot, Arsch hier. Yo, habt ihr mich kein Mist oder was? Geile Matiko. Digga, wie schief ist die Scheiße hier eigentlich? Alright. Ja. Erkennt man, dass das ein Pfeil ist? Wenn man hier noch fixt? Hier fixt, da fixt? Maschallah! Digga, du hast mich verkackt! Ich bin wieder weg! Digga, der Pfeil! Guck mal, wie viel hier ist, Alter! Das muss ich fixen. Ach, Digga, jetzt ist hier scheiße. Ah, fuck! Man fängt gerade auf, dass man. Mit Sprayen kann man gar nicht verkacken eigentlich. Nur noch hier jetzt fixen und dann war's das. Sehr geil. Holy shit, man. Ich bin einfach nur stolz auf mich gerade. Digga, ich muss sowas öfter machen. Das gibt ein richtiges Erfolgserlebnis. Mann, der Pfeil gefällt mir doch nicht so. Digga, hier ist sehr viel schwarz, ne? Geil! Fertig! Ich würde doch hier irgendwas gerne machen. Digga, soll ich hier das eine Schiff von Star Wars machen? Ja, ich hab kein Grau. Nee, scheiße, ich hab kein Grau. Scheiß drauf. So, ein Binnenstern. Weil das ist ja alles Binno hier und hier ist geil. Boah, ich könnte jetzt versuchen, hier einen geilen Stern zu machen. Aber ich lasse es lieber. Ich bin fertig! Ich glaube, ich geb's so ab! Ich muss noch meine Unterschrift. Boom, Digga! Das war's! Fertig! Das ist mein Bild! Geile Scheiße! Okay, Real Rap jetzt! Wie findet ihr es? Hier ist so billig, hier hat ein Kind gemalt, hier. Und hier ist crazy krass. Ich hab ohne Tutorial noch nie gesprayt. Einfach so. Ich hab noch nie in meinem Leben gesprayt. Also ich hab einmal als Kind mit meinem Vater. Oder da war ich 7 oder so, keine Ahnung. Also noch nie gesprayt und sowas hingezaubert. Kann man das gewinnen? Ich überlege mir, was ich mit dem Bild mache. Ich überleg's mir noch. Weil ich wollte mir eigentlich ein Bild behalten, veraufhängen. Aber Bruder, ich glaube, das ist es nicht.